Also Tank ist jetzt super entspannt. Na, ich zeige euch kurz, wie ich mit meinem Warrior gerade Dungeon tanke. Wir haben zwei dicke AoEs dabei. Ein Shadow und ein Mage. Und eigentlich habt ihr, ich drücke eine Taste. Und zwei Tasten, maybe. Und ich fehle kein Aggro. Ne? Und zwar habe ich drinne Kopfrune Schildmastery für mehr physical Damage auf Cleave. Geißelung habe ich drinne für mehr Wut. Fokussierte Wut, weil mehr Fähigkeiten drücken. Wütender Donner wurde gebufft. Sehr, sehr gut. Macht euren Thunderclap extrem broken. Den Schrei, wenn es doch mal knapp wird, dann habe ich Toben mit drinne. Na, für irgendwie... Könnt ihr immer mal reinhauen, ne? Es gibt auf den Handschienen, Armschienen sonst nichts, was reinpasst. Und ich habe Verwüsten drinne für Bossfights. Use sie aber nur für Bosse. Na, nicht für Trash-Mobs. Und im Endeffekt rennst du rein. Und du drückst nur eine Taste. Und zwar habe ich gemacht, ihr könnt natürlich auch zwei Tasten drücken. Ich habe einfach hier Spalten und Donnerknallt einen Makro reingepackt, drück eine Taste durch und das passt. Und ihr seht, ich verliere nichts an Makro, gar nichts. Der Typ bombt da komplett durch, alles egal. Und zwar habe ich ein Bild drin, habe ich mir vorhin ausgedacht. Ich spiele Abwehr für Parierchance und dann den verbesserten Donnerknall. Je mehr Donnerknall, desto besser. Dann im Schutz drin habe ich nur Verteidigung, Rüstung und Aggro mit drin. Alternativ kann man auch sagen, okay, man nimmt Schildblock, aber brauchst du nicht. Und dann habe ich hier drin, bei Fury Bomb, weil das Ding ist, der ganze Mist hier unten bringt dir nichts. Naja, der ist komplett ein Meme. Und bei Fury habe ich drin Crit Rating, Shouts, damit die länger halten. Mehr Damage durch Angriffsbonus. Ich habe drin durchdringendes Heulen, dass wenn doch mal was passieren sollte, ihr irgendwie hier zum Beispiel alle mal reinslowen könnt. Ja? Das habe ich drin. Wutanfall habe ich mit drin, weil ihr werdet durchgehend gekrittet. Das heißt, ihr habt durchgehend 25% mehr Nahkampfschaden. Ist natürlich ziemlich geil für euren Cleave. Und ich habe Todeswunsch mit drin für Bossfights. Na, da kriegst du eigentlich nicht genug Damage, dann kannst du ein bisschen mehr mit reinblasen. Und damit geht es eigentlich ganz gut ab. Da habe ich jetzt eigentlich gar kein Akku-Problem mehr gehabt. So gar nicht. Ihr seht es, ich drücke eine Taste und ich baller durch. Natürlich habe ich ein Alpha mit drin, aber das hat man normalerweise immer. Also auch ohne Alpha geht es sehr, sehr gut. Und die Idee ist halt dahinter, dass du halt die ganzen Threat Modifier stackst. Du hast hier 10% Modifier. Hier hast du erhöhte Modifier, dann hast du hier 15% Modifier mit drin. Und auf der Rune hast du nochmal 50% mit drin. Ja. Und da alles zusammen ist halt big. Und damit ist eigentlich Dungeon Grind ziemlich, ziemlich entspannt.